Hey Leute, heute besprechen wir, wie man die Zeitleiste in Filmora benutzt, wie man Spuren hinzufügt und anpasst und wie man Spuren auch ausblenden und sperren kann. Die Zeitleiste ist der Ort, an dem der Großteil unserer Bearbeitung stattfindet. Durch Ziehen dieses orangefarbenen Reiters hier, der Abspielkopf genannt wird, können wir uns auf der Zeitleiste bewegen. Der Teil des Videos, über dem sich der Abspielkopf befindet, ist der Teil, den wir im Vorschaufenster sehen werden. Wenn du nicht das ganze Video auf der Zeitachse sehen kannst, kannst du auf diesen grauen Balken oben auf der Zeitachse klicken und ihn nach links oder rechts ziehen, um die Ansicht zu ändern. Es gibt einen nützlichen Knopf hier oben auf der rechten Seite des Bildschirms, den wir einfach klicken können, um das ganze Video in der Zeitleiste anzuzeigen. Oder wir können diesen Schieberegler neben der Schaltfläche verwenden, um das Gleiche zu tun. Eine Spur ist ein Abschnitt deiner Timeline, der Medien enthält. Filmora hat zwei Arten von Spuren, eine für Audio und eine für Video. Die Audiospuren befinden sich immer unter den Videospuren. Wenn du der Timeline Dateien hinzufügst, wird dein Video länger und je mehr Medien du hinzufügst, desto mehr müssen wir unsere Timeline organisieren. Im Moment habe ich zwei Videospuren und eine Audiospur, die durch die Symbole hier unten angezeigt werden. Nehmen wir an, ich möchte ein weiteres Element zu diesem Teil meines Videos hinzufügen. Wenn ich das Element greife und es nach unten auf die Zeitachse ziehe, wird Filmora eine neue Videospur darüber erstellen, auf der das Element automatisch platziert wird. Eine andere Möglichkeit, das zu tun, ist, auf dieses Symbol hier zu klicken. Wir können Video- und Audiospuren hinzufügen und wir können sie löschen. Du kannst auch die Höhe der Spuren größer oder kleiner einstellen, je nachdem, wie es dir gefällt. Was ist, wenn wir viele Spuren gleichzeitig hinzufügen wollen? Der Spurmanager befindet sich genau hier. Im Trackmanager können wir bis zu 99 Video- oder Audiospuren zu unserer Timeline hinzufügen, indem wir dieses Dropdown-Menü verwenden. Du kannst die Platzierung der Spuren, die wir hinzufügen, auswählen. Die Zeitleiste hat auch noch einige andere nützliche Dinge zu bieten. Nehmen wir an, wir möchten dieses Element für eine Sekunde ausblenden, damit wir unseren Titel verschieben können. Wenn du auf dieses Augensymbol klickst, wird das Element unsichtbar gemacht. Für eine Audiospur haben wir anstelle des Auges dieses Symbol, mit dem wir den gesamten Ton dieser Spur stumm schalten können. Durch Anklicken dieses Schlosssymbols können wir die Medien auf dieser Spur sperren. Medien auf einer gesperrten Spur können nicht bearbeitet oder verändert werden, solange sie gesperrt sind. Und sie können auch nicht verschoben werden. Du kannst mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spur klicken, um all diese Optionen zu öffnen, die wir zuvor verwendet haben, und auch den Spurmanager zu öffnen. Ein weiteres Zeitleistenwerkzeug, das für die Organisation sehr nützlich sein kann, sind die Marker. Wenn du auf dieses Symbol hier klickst, kannst du einen Marker erstellen. Marker sind wie Haftnotizen, die wir auf unserer Zeitleiste anbringen, die wir auch benennen und mit einer Beschreibung versehen. Sobald wir einen Marker erstellt haben, können wir auf ihn doppelklicken, um den Namen und die Beschreibung zu bearbeiten. Etwa so. Wenn du nun mit der Maus über den Marker fährst, kannst du deine Notiz sehen. Und das war's auch schon. Das ist alles, was du über die Verwendung der Zeitleiste wissen solltest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schau dir einige unserer anderen Tutorials an, um zu lernen, wie du dein Video von Anfang bis Ende mit Filmora bearbeiten kannst.